Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey mit der guten Cassandra und mir. So, wir schauen jetzt mal fix geschwind in die Quests. Da hatten wir einmal Auge um Auge und einen Kampf mit Talos. Wie machen jetzt Auge um Auge? So, schauen wir mal. Da hinten müssen wir hin. Und sollen dazu mit Markus sprechen. Oh. Ist der wohl hier, oder was? Herr Legumio, was macht denn der hier? Wollen wir ihn jetzt angreifen? Gucken, was sie da noch hat für uns. Vielleicht können wir erstmal was anderes machen. Mächtiger Kephalos, ich flehe dich an. Schicke uns einen Kämpfer. Jemanden, der deines Speeres würdig ist. Hilf deiner Priesterin in der Stunde der Not. Ich bin die Einzige hier, aber vielleicht kann ich helfen. Oh, Cassandra, du hast mich erschreckt. Warum bittest du um einen Kämpfer? Ich brauche jemanden, der würdig ist, den Speer des Kephalos zu gewinnen. Ich habe einige Inschriften im Heiligtum entziffert. Sie sagen, der Speer wurde in den Höhlen unter Kephalenia versteckt, als der Tempel errichtet wurde. Du könntest ihn mir holen, oder? Ich kann dich auch bezahlen. Wenn der Speer in den Höhlen ist, finde ich ihn. Nun, vielleicht wurdest du doch von Kephalos geschickt. Kephalos hatte einen Speer? Cassandra, du hast diese Geschichte bestimmt als Kind gehört. Ich hatte nie viel Zeit für Geschichten. Nun, wahrscheinlich nicht. Du weißt, dass Kephalos Kephalenia gegründet hat und Odysseus Vorfahr war. Sein Speer war ein Geschenk der Götter. Er hat angeblich nie sein Ziel verfehlt. Er tötete seine Frau damit und versteckte ihn in den Höhlen. Er warf einen Speer, der nie verfehlt, auf seine Frau? Er war jagen und hörte etwas im Unterholz. Er dachte, es wäre ein Hirsch. Traurige Geschichte. Das klingt gefährlich. Nur, wenn man ihn auf jemanden wirft. Wozu brauchst du einen Speer? Du willst doch nicht etwa Soldatin werden, oder? Natürlich nicht. Aber überleg nur, wie viele Menschen zum Schrein kämen, wenn wir den Speer des Kephalos hätten. Mit ihren Spenden könnte ich so viel Gutes tun. Das Heiligtum instand setzen, die Hungernden in Sami ernähren. Also, wo ist dieser Speer? Anscheinend wurde er tief in den Höhlen unter Kephalenia versteckt. Im Norden gibt es einen Eingang, vielleicht versuchst du es dort. Das ist nicht wirklich viel. Vertraust du den Göttern so wenig? Wenn Kephalos will, dass wir den Speer finden, dann findest du ihn. Kephalos hatte einen Speer? Cassandra, oh nein. Du hast diese Geschichte. Ich hatte nie viel Zeit für Geschichten. Nun, du weißt, dass Kephalos sein Speer tötet. Er warf einen Speer. Er war jagd. Das klingt gefährlich. Nur wenn man. So, jetzt aber. Ich sehe, was ich finden kann. Oh, danke. Ich bereite einen Platz für ihn im Heiligtum vor. Natürlich. Was ist denn mit ihm hier? Der zittert. Hat er Angst vor mir oder was? Guck dir den mal an. Der ist ängstlich. Der hat Angst. Und den schnappen wir uns jetzt. Wenn er so Angst hat. Ja, Cassandra, da kommst du nicht weiter. Genug rankommen. Wie, das schadet dem nicht. Oh Mann.
Das ist ja doof. Naja, dann machen wir jetzt trotzdem unser Auge um Auge. So. Ja, ja. Ach, prima. Dann machen wir die Quest. Dann kommen wir nämlich dem Talos da nicht zu nahe. Das passt ja. Perfekt. Da muss ich auch nicht so weit laufen. Hoppala. Naja, gut. Wir gucken halt mal, ne, ob das mit der Axt so klappt. So, jetzt muss ja hier irgendwo ein Eingang sein. Juhu! Ist ja was. Ein Kriegsstab, naja, cool. Nehmen wir doch mal mit, ne? So. Und hier kurz an Land schwimmen. Da hinten müssen wir hin. Müssen wir ein bisschen klettern. Was denn jetzt? Ich sehe nichts mehr. Weiter geht's, her, komm. Springen können, denke ich. Eine Fackel. Ich brauche jetzt keine Fackel, ich sehe genug. Ich schätze mal dahin, wo das Licht ist. So. Oh, da brennt eine Fackel, das ist aber nicht gut. Da gibt es bestimmt Gegner. Oh, da müssen wir mal gucken. Dann stecken wir uns mal ein bisschen und sind vorsichtig. Pilze. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Also langsam nervt es. Oh. Ich schätze, da ruft jemand sein Pferd. Will mir da jemand ein Zeichen geben? Bei dem. Ah! Ich hab doch was gehört. Na komm. Put. Oh, I love it. Schmiedehammer. Oh, der haut rein. Was, das war's? Speer des Kephalos. Und Raufbold Hüftriemen. Löwenfangzahn. Aber wenn der einen Löwenfangzahn in sich hat, ne? In sich stecken hat. Dann ist das, glaube ich, kein gutes Zeichen.
So, jetzt müssen wir den ganzen Weg zur Priesterin wieder zurück. Oder kommen wir da hoch? Dass da einer steht, ey. Ah, schmeiß den weg. So. So, haben wir jetzt alles? Da oben geht's auch nicht weiter. Gut. Welch ist er, Herr Stinger? Welch ist er? So. Ich hoffe, der ist jetzt weit genug weg da. Mal ganz kurz schauen, ob wir das, was wir gefunden haben, anlegen müssten. Was haben wir denn? Stufe 5. Bringt uns nix. Ein Helm. Wir sind beide Stufe 5. Ach ja. Armschienen. Auch Stufe 5. Ah, episch ist natürlich was Feines, ne? Der Raufbold-Hüftriemen ist besser als der Athena-Hüftriemen. Gut, dann nehmen wir den. Kein Thema. So. Dann haben wir hier noch Schuhe. Oh, auch episch. Ja, das ist ja Hammer. Oh. Cool. Machen wir mal das, ne? So. Ach, da war noch was. Moment, Moment, Moment. Was haben wir hier? Beutel durchsuchen. Das ist der Speer. Der ist... Wow, ich bin geblendet von seiner Schönheit. Der Löwenfangzahn und eine leere Amphora. Hm, okay. Waffen haben wir auch. Ah ja, genau, hier der Schmiedehammer. Macht aber nur 58. 63, 63. Auch 63. Der Stab macht dann 43. Den können wir dann, wenn wir die Stufe 4 erreicht haben. Zeitende 66, okay. So, jetzt aber hier. Auf geht's. Quetsch dich mal da durch mit deinem ganzen Sack und Pack. So. Steht da vorne nur mal, der zittert immer noch vor sich hin. Naja, der steht nur da rum. Hey! Red doch mal. Hier hast du deinen doofen Speer. Uschi. Hallo? Hallo? Cassandra, bist du hier, um über den Speer zu reden? Habe ich. Oh, gut. Sag, hast du ihn gefunden? Ja, hat sie doch gesagt, hat sie. Du sprachst von einer Belohnung. Oh, natürlich. Die hast du dir verdient. In den Fußstapfen der Götter. Quest abgeschlossen. Damit haben wir Stufe 4 erreicht. Ich will nur gerade mal ein bisschen in Sicherheit bringen. Nicht, dass der gleich hier ums Eck kommt, so wie das irgendwie ort. Ja. So. Jetzt schauen wir mal hier ins Menü. Ich weiß ja nicht, ob der nebenbei noch hell läuft. Deswegen
Machen wir das immer so. Dann hätte ich gerne sechster Sinn. Sehr schön. So, dann können wir im Inventar die Waffe wechseln auf Kriegsstab. Oh, das bringt noch ein bisschen was. Zack. So, Banditenschwert können wir zerlegen. Axt können wir zerlegen. Okay. Soweit, so gut. Dann hätten wir die Quest auch. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal den anzugreifen. Moment, ich speichere mal fix. Ja. So, und dann probieren wir das jetzt einfach mal. Mal schauen, ob das klappt. Ja, jetzt läuft er natürlich wieder in die andere Richtung. Jetzt bleibt er natürlich da drunter stehen. Ich gehe kaputt. Die Sau. Oh, oh, oh. Der klettert mir hinterher. So. Noch ein Schlag und das war's. So, mal kurz warten, bis wir wieder aufgeladen sind hier. So, jetzt können wir auch schon weitermachen. Alter, bleib doch mal stehen hier. Irgendwann wirst du müde. Muss nicht, krieg sie. Halt! Das war's für dich. Komm zurück! Du kannst, kann ich auch. Ja, ist halt ein bisschen zäh, aber machbar, ne? Du bist keine Herausforderung. Du hättest den Auftrag besser abgelehnt, Talos. Das war's für dich. Wo sollen wir jetzt hin? Hä? Wie? Ich hab den besiegt und jetzt ist er weg. Hey, ich hab mich gefreut, dass ich jetzt irgendwelche Teile krieg. Och. Mann, oh. So. Theben war seine Heimat und seinen Namen konnte man wörtlich nehmen. Talos, die steinerne Faust war so groß wie ein Felsbrocken und liebte es, die Köpfe seiner Gegner in die die Felsformation der Berge von Kefalenia zu schmettern. Tja, das war's für dich. Ich
hätte aber gern deine Ausrüstungsgegenstände mitgenommen hier. Schade. So, was haben wir da unten noch? Das interessiert mich auch. Da ist was Schwarzes. Ach, das war hier mit dem... Das kann man lesen. Hm? Nachrichtentafel. Boah, da ist ja nix. Kann man nix. Gut. Hat keiner gesehen. Lalalalala. Ich weiß ja, das macht man nicht, aber manchmal muss das sein. So, da hinten ist ein Fragezeichen. Was haben wir denn da? Verlassenes Haus. Schatz plündern. Ist hier wirklich niemand? Gib wieder ein paar EP. Ja. Das finde ich schön. So. Dann würde ich sagen, suchen wir uns mal, wir müssten doch einen Aussichtspunkt haben, oder? Genau. Da möchte ich gern hin, dass ich das Ganze mal synchronisieren kann. Komm her, mein Ross. Oh, schick. Vorwärts. Das ist aber ganz schön langsam. Da war ein anderes Pferd etwas schneller unterwegs. Ah, hier ist Markus Weingut. Da ist wieder eine Quest. Bewegung! Absteigen. Anscheinend müssen wir hier klettern. Also machen wir das. Ist überhaupt kein Problem. So. An, Cassandra. Weiß, der Kriegshammer ist schwer. Oder Kriegsstab, besser gesagt. Oh, was war da? Ah, Olivenholz. Cool. Gibt's hier noch mehr? Einmal nach oben, bitte. Gleich hast du es geschafft. Wie die sich da festhalten kann, das ist ja Wahnsinn, ey. Piccomio. Also da bitte jetzt nicht runterfallen, ja? Das ist verdammt hoch. Mach ich doch gerade. Was ist denn da will? Ah, dass sie da hochklettert? Ich hätte ja Schiss ohne Ende. Sehr schön. Jetzt können wir synchronisieren. Schau sich einer diese Aussicht an. Ist das nicht herrlich? Ach ja. Wunderschön. Synchronisation beendet und damit beenden wir auch diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, schaltet auf jeden Fall wieder ein zur nächsten Folge morgen. In diesem Sinne, stay tuned und bis bald.